So, jetzt pass auf. Jetzt würde ich gerne als erstes ein Rennspiel mir suchen. Einfach mal, um zu sehen, wie und ob das funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken. Man kann doch irgendwo genauer nach Genre suchen, oder? Kategorien und Tags. Dann muss es doch auch irgendwie Auto. Ja, machen wir mal Auto. Ah ja, guck, da haben wir schon einiges. Das hat 1000 positive Bewertungen. Motorsport Racing. Oneiros Motorsport Racing. Das schauen wir uns jetzt mal an. Aber mal aus Interesse, wie gut das funktioniert mit Fahrphysik und so weiter. Hättest du mal aufgepasst, da stand Full Game. Ja, ich weiß eben. Habe ich ja gelesen. Aber schade, dass man dann, dass die nicht mehr Gameplay-Passagen gemacht haben. Die Musik kenne ich. Ja, jetzt wird sie ein bisschen anders. Ich glaube, dass die sonst von Persona kommt oder sowas. Hallo, Ricardo, wie geht's? Persona, ne? Genau. Ja. Aber ein bisschen abgeändert. Für ein Motorsportspiel? Komische Wahl. Ja, versuchen wir einfach mal. Steigen wir einfach mal ein. Ich will eigentlich nur ein bisschen die Fahrphysik fühlen. Okay, das steuert sich jetzt eher wie irgendwie ein Lego-Spiel oder so. Das hat aber dafür irgendwie, das ist irgendwie lustig, sehr arkadisch. Oh Gott, Hilfe. Ja, das ist wirklich gar nicht schlecht. Das macht Spaß sogar. Im ersten Moment war es, was so direkt reagiert irgendwie. Also irgendwie komisch. Aber eigentlich fühlt sich das sogar echt ganz cool an. Nur weiß ich nicht genau, fahre ich noch richtig? Ist das noch ein Rennen hier oder? Oh, das sieht nicht gut aus. Ich fahre gleich voll gegen die Wand. Ich noch richtig? Ist das überhaupt eine Rennstrecke oder ist das so ein bisschen Free Roaming hier? Ne, es gibt schon Pfeile, die mir den Weg weisen. Weil teilweise die Flächen so groß sind, dass ich fast meinen würde, man könnte überall hin. Wow! What? Oh Gott. Oh Mann. Ist das dann ein Red Bull-Logo an der Seite? So ein bisschen sieht so aus. Eine interessant gestaltete Strecke ist es auch. Schade, dass es keine KI gibt. Ich habe schon Spiele gesehen mit funktionierender KI. Also theoretisch müsste das funktionieren. Oh, ich glaube, hier hätte ich nicht langfahren sollen. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Na gut. Schauen wir uns mal noch was anderes mit Autos an. Ich hätte gern was Futuristisches. Blau? Interessant. Badezimmer. Was gibt es nicht alles für komische Kategorien? Batmobil. Car League Testing Track. Okay, das sieht futuristisch aus. Das schaue ich mir mal noch an. Ja. Out of Bounds. Das Spiel kostet 39 Euro.
Okay. Weißer Beschreibungstext auf weißem Hintergrund ist keine so gute Idee. Aber anscheinend eine komplexe Steuerung. Ah, das hat F-Zero-Steuerung mit Rammen, mit zweimal hintereinander links, rechts. Das gefällt mir schon mal. Finde ich jetzt schon gut. Aber ich weiß nicht mehr, wie man Gas gibt. Verdammt. Ja, doch, genau, tatsächlich. Das spielt sich gut. Ich meine, das heißt schon Teststrecke, das hat noch nicht mal wirklich Texturen und so. Das sieht alles noch komisch aus, aber das fühlt sich echt gut an. Verdammt, das ist ein guter Future Racer. Da habe ich wirklich schon. Ich mag ja so Future Racer total gerne. Da habe ich wirklich schon welche gespielt, die auch nicht schlecht sind, aber die kein so ein cooles, schwebendes Autofahrgefühl haben wie das da. Das ist ziemlich gut. Dann kann man doch mit den Schultertasten driften, links, rechts, wie bei F-Zero, das ist super. Gefällt mir. Wenn ich jetzt noch die Autos ordentlich wegrammen kann, na, das funktioniert noch nicht so gut. Aber das ist grundsätzlich richtig gut. Wenn da mal die Strecken Texturen kriegen und es mehrere Strecken gibt und so weiter, da könnte was Cooles draus werden. Uah. Und ich würde meine Rivalen gern killen können. Das war im F-Zero das Schönste. Ich habe das sogar ab und zu mal geschafft, weil ich es wirklich darauf angelegt habe, dass ich ein Rennen gewonnen habe, weil ich einfach alle anderen umgebracht habe. Und das war das allerbeste. Aber so gut wie unmöglich. Ich will ein neues F-Zero eigentlich, in Wirklichkeit. Eigentlich will ich nur ein neues F-Zero. Na gut, ich bin zwar Achter. Und es sind noch ein paar Runden zu fahren. Aber da gibt es jetzt eh nur die eine Strecke. Dem folge ich auf jeden Fall mal. Da bin ich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Das ist grundsätzlich cool. So, was wollten wir uns noch für Kategorien anschauen? Ein Prügelspiel hätte mich noch interessiert, stimmt. Ein Beat'em Up Drum and Bass. Beat'em Up gibt es jetzt nicht als Kategorie scheinbar. Aber ich habe schon vorher gesehen, dass es irgendwo Kämpfen gab. Gothic. Ansonsten suche ich mal Street Fighter oder irgendwie sowas. Ah ja, hier Kämpfen. Gut, Kämpfen ist jetzt wahrscheinlich alles. The Hulk Free Roaming. Heroes of Aldriona. Das Spider-Man. Interessant. Dragon Ball Z versus Marvel. Aha, interessant. Aber das sieht jetzt nichts wie ein wirkliches Beat'em Up aus. Bis jetzt. Zwei Spieler, schade. Na gut, wartet mal, dann gebe ich einfach mal Street Fighter zum Beispiel ein. Vielleicht hat schon jemand versucht, dann einen Klon zu basteln. Street Fighter Roleplay. Okay. Cyberpunk City Street, Elm Street, oh Gott. Naja, ich. Nehmen wir jetzt mal Street Fighter. Ist das Chill Valentine? Ich glaube, das ist ein Käse. Aber schauen wir es uns mal an. Ach so, da wähle ich jetzt meinen Charakter quasi. Dann kann ich rumlaufen. Noch mehr kann man nicht. Es macht sonst keine Taste irgendwas.
kann mir nur einen Charakter aussuchen und dann damit rumlaufen. Und springen. Ja, vielleicht wird da mal noch irgendwas draus. Ich meine, die Charaktermodelle sehen gar nicht so schlecht aus. Aber bis jetzt... Okay. Warum nicht? So. RPG. Genau. Mich würde wirklich interessieren. Ich habe bis jetzt noch kein richtiges Rollenspielsystem gesehen. Das würde mich interessieren. Finden wir vielleicht sogar... Ich gebe einfach mal RPG ein. Da müsste man doch was finden, wenn es sowas gibt. Das Survival-Teaser haben wir schon mal gespielt. Co-op Fantasy RPG Beta Build. RPG Test Level. A Little RPG. Das ist halt mehr Spieler, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das spielen kann allein, aber ich versuch's mal. Sieht auf jeden Fall sehr klassisch High Fantasy Mittelalter rollenspielmäßig aus. Schauen wir mal. Prolog. Und danach schauen wir nochmal, ob es spezifisch auch JRPGs gibt. Ob man auch so 2D-Pixel-Spiele machen kann. Das würde mich auch interessieren. Verdammt, mich würde so viel interessieren. So viel. Schwert sich die Katze gleich. Ich skipp mal das Intro. Ich bin so frei. Vincent der Krieger. Tristana die Magierin. Und Gavrin der Gauner. Der Rogue. Ich nehme jetzt mal den Krieger, weil der meistens die einfachste Klasse ist für sowas zum Testen. Okay. Spend energy wisely. Basic attacks regenerate a small bit of energy on hit. Soft Targeting System instead of Lock-On. Naja, das sehen wir dann schon. Jetzt gebt mir einen Gegner und sagt mir, welche Taste ich zum Hauen drücken muss. Dann werden wir das schon rausfinden. Da sind sie. Böse. Böse Leute. Ich weiß noch nicht. Ah, okay. Aha. Jetzt ist es eher so ein bisschen Hack and Slay. Jetzt haben wir 8 Gold bekommen von denen zumindest. Ah, hier sehe ich was. Interact. Sprinten. Aha, warte mal. Provozieren. Oh, und Super Slash. Und ich kann jetzt einen Apfel benutzen. Ach, das wäre eine Heilung gewesen. Damn it. Naja. Hätte man sich denken können, dass der Apfel eine Heilung ist, aber man weiß es nicht. Enemy Spawner. Oh oh. Finde ich jetzt gar nicht schlecht, aber ich frage mich, ist es ein RPG im Sinne von Hochleveln und so? Jetzt nicht.
Sowas würde ich gern sehen, einfach nur um zu wissen, ob es überhaupt möglich ist, sowas zu machen. Ob es so eine Art Counter gibt. Aber andererseits kriege ich Gold. Das heißt, es gibt einen Counter in dem Spiel, der irgendwas mitrechnet. Mann, wie viel spawnen denn da? Ich glaube, ich laufe einfach mal weiter. Under Construction. Ach so, ich befürchte, mehr gibt es hier einfach noch gar nicht. Ah, warte mal. Ach so, nee, ich weiß nicht genau. Irgendwie kann man auf jeden Fall Geld verdienen. Und es gibt drei Klassen. Aber ich glaube, sehr viel mehr gibt es bis jetzt einfach noch nicht. Naja, aber es ist grundsätzlich ziemlich cool. Ich möchte es mal nochmal rewinden, das Spiel, weil ich würde das jetzt gerne nochmal mit der Magierin probieren, die sich sehr anders spielt. Also vom Coolness-Faktor her ist die schon deutlich cooler als der Krieger, als der Schwertkämpfer. Ich habe nur blöderweise jetzt schon mein ganzes Mana verbraucht. Aber das ist schon cool. Ist auch schön animiert. Ah, ich mache wirklich eine Eiswand, durch die nicht durchkommen. Interessant. Und die KI checkt's nicht. Naja, auch hier. Das hat auch hier super Potenzial, aber man weiß es noch nicht. Aber ich folge mal dem Creator, damit ich auf dem Laufenden bleibe, was sich da noch entwickelt. Gute Nacht, Desert Railgun. Mach's gut. Dragon Quest oder Final Fantasy? Ja, okay, machen wir. Nee, Dragon Quest scheinbar nicht. Dann versuchen wir Final Fantasy. Aha, Final Fantasy 7 haben wir gleich zweimal zur Verfügung. Können wir uns eins aussuchen? Einmal Opening Title Screen, nur der Title Screen. Einmal World Map Short. Final Fantasy Type O. The Final Battle, Final irgendwas. Ich gebe mal Final Fantasy noch fertig ein. Moment. Ups. Ah, passt schon. Dann schauen wir uns mal ein paar... Ich mache jetzt mal den Title Screen, aber vielleicht ist das wirklich nur der Titelbildschirm nachgebaut. Ich meine, warum nicht? Muss man auch machen erstmal. Das sind vielleicht auch coole Einzelteile, die dann später andere Leute nutzen können. Für ihre Spiele. Da ich jetzt überhaupt nicht weiß, wie der Original Final Fantasy VII Title Screen aussieht, bringt mir das jetzt auch gar nichts. Aber das ist sogar die Intro-Cutscene. Nicht nur der Title-Screen. Die Figuren sehen aus. Ey, da sitzt doch der Protagonist von Final Fantasy, von Silent Hills. Vielleicht gibt es so vorgebaute Figuren, die man aus dem Editor nehmen kann. Dann schauen wir jetzt mal World Map Short an. Jetzt würde mich kurz interessieren, von wem ist denn das? Von Dr. Jones?
Der Name kommt mir bekannt vor. War nicht wirklich auch Silent Hills von Dr. Jones? Das ist auch von Dr. Jones 20. Muss ich mir den mal schnell anschauen. Ja, tatsächlich. Von dem ist auch das Silent Hills. Aha, deswegen sehen die Figuren gleich aus. Das sind keine Baukastenfiguren, die sind alle von Dr. Jones. Dr. Jones, du bist mein Freund. Du machst coole Sachen offensichtlich. Von dem müssen wir uns vielleicht mal später mehr Kreationen anschauen. Aber jetzt schauen wir uns dann mal die World Map an. Das sind jetzt quasi seine Bauteile für Final Fantasy VII im Grunde. Ah, oh. Ha, das ist ja nett. Das hat ja sogar so einen, wie auf einem alten Fernseher, so Linien und die Krümmung und so. Okay, aber momentan ist es nur eine ganz schlichte Demo im Grunde. Aber hat schon was, oder? Ups. Ich find's gut. Vielleicht bei der Suche noch Battle dazu. Bei wo? Wo Battle dazu? Bei Dragon Quest Battle oder Final Fantasy Battle. Ach so, damit. Ah ja, ich verstehe, was du meinst. Final Fantasy Recreations, aber das ist nur eine Galerie von Bildern wahrscheinlich. Final Fantasy VII Boss Battle. Na, schauen wir uns das mal an. Von Eternal Darkness. Nach Eternal Darkness wollte ich auch schon suchen, ob es das gibt. Schauen wir mal, dass der User Eternal Darkness ein Final Fantasy Boss Battle macht. Enemies doesn't wait for the player when choosing an action. Ach so, das kann ich mir jetzt aussuchen. Ja, die sollen mal lieber warten. Cool. Also so rundenbasierende Kämpfe funktionieren scheinbar auch. Das ist jetzt nicht das schönste animiert gerade, aber grundsätzlich ist das schon cool. Na gut. Okay. Interessant auf jeden Fall. Interessant. Heben wir noch ein anderes Battle System. Schau ich mir auch mal noch kurz an. Nur aus Interesse. Genau, jetzt die Frage, ob es leveln geht. Das würde mich wirklich interessieren. Warum kämpfen wir gegen eine Oma? Und warum verschwindet sie jetzt? Oh, Moment mal, ist das ein Summon? Ich glaube, die Oma hat gerade eine riesen Krabbe beschworen. Okay, das geht also auch. Ja, okay. Ja, gut, okay. Passt schon. Oh Mann. So, jetzt will ich wirklich mal schauen, was der Silent Hill-Final Fantasy 7 Sachen, Kerl. Warum folge ich denn den immer noch nicht? Ich habe jetzt schon so oft wahrscheinlich auch wieder öfter entfolgt. Hier findest du alle Dinge, die du selbst erstellt oder gewonnen hast. Im Laufe der Zeit wird hier auf beeindruckende Weise dein Fortschritt dokumentiert.
Alive on Mars. What the check, du? Das ist so ein. Das ist wirklich ein Kurzfilm, aber auf Netflix von David Lynch. Moon Landing, Neil Armstrong. Spielfilm. Spielfilm. Twin Peaks, Einzelspieler. Aha. Rabbit. Ah, von dem war auch Star Wars. Warum sind denn da so viele Kreationen von dem, die wir jetzt schon zufällig gespielt haben? Ach so, und ich glaube, das sind so Assets quasi, die der gebastelt hat, die man sich einfach auch nehmen kann, wenn man will. Glaube ich. Glaube ich. Sehr viel Kurzfilme. Hab mal auch gemerkt, weil sowohl die Star Wars Nachrekonstruktion ist ein Kurzfilm, als auch im Grunde ein Großteil von Silent Hill im Grunde. Naja, okay. Gut. So, was könnten wir noch suchen? So werden wir das nicht finden, befürchte ich. Test-Level, ja genau, ist klar. JRPG Concept Demo. Persona 4. Ah, so viel gibt's da auch nicht, wenn ich JRPG eingebe. Schade. Man könnte hier mal noch gucken, ob es hier einen Tag gibt, der da irgendwie passt. Im Weltall. Oh, hier gibt es sogar einen JRPG-Tag. Aber da gibt es wirklich nur so wenige bis jetzt. Schade eigentlich. Minimalistisch. Niedlich, Party, Panzer. Party und Panzer, kann ich das beides taggen? Party, Panzer klingt lustig. Es gibt ein Party-Panzer-Spiel, aber nur ein Mehrspielerspiel. Ich finde das komisch, dass es Farben als Tag gibt, aber ich schätze mal, das ist wirklich ein sehr oranges Spiel. Sieht zumindest so aus, also warum nicht? Metal Gear, das ist auch eine gute Idee, das stimmt. Rätsel, Puppenspiel. Shooter, Science Fiction. Raumschiff. Okay, das muss ich mal kurz starten. Das sieht irgendwie cool aus. Das sieht richtig cool aus. Bin ich gespannt. Danach suchen wir Metal Gear. Was ist mit dir, Katze? Ja. Wow. Cooles Schiff. Cooler Mac. Bin ich der Mac? Das könnte auch nur ein Film sein. Auf jeden Fall sehr cool inszeniert. Klar ersichtlich. Aber das sieht richtig cool aus. Richtig stylisch. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, das ist nur so ein kleines Video von dem Mac, der da startet im Vordergrund. Mit einem coolen Schiff im Hintergrund. Sieht auf jeden Fall wirklich super cool aus. Aber schade, weil ich habe jetzt ein Spiel erwartet. Aber da steht sogar Kurzfilm dabei. Cool, cool. Ich
Ja, es gibt auch anscheinend immer wieder so kurze, so kleine Mini-Wettbewerbe, wo irgendwelche Spiele dann auch gewinnen und so. Star Wars Retro Art. Naja. Mann, da könnte man sich aber wirklich viele Stunden damit beschäftigen, da coole Sachen rauszufinden und coole Creator zu entdecken und zu schauen, was die so gemacht haben. Metal Gear war es, genau. Okay, bei Metal findet da momentan nur Alien World? Ja, nee. Also wohl nichts mit Metal Gear. Ups. Ich habe mich gerade verdrückt und habe dafür ein Achievement bekommen. Cool. Oh, sieh dich nur. Oh nein, bin ich jetzt versehentlich. Das ist deine Aura. Irgendwie, ich weiß nicht, warum jetzt deine Cutscene kam.